LG On Tour, unsere Raps-Tour geht weiter. Tag 3 heute aus Thüringen, genauer gesagt aus Öttersdorf. Und neben mir steht jetzt Heinrich Theiß, unser Verkaufsberater vor Ort, und Harald Berger. Harald Berger ist Vorsitzender der Öttersdorfer Landwirtschaftlichen Aktiengesellschaft. Schön, dass Sie heute da sind. Herr Berger, stellen Sie doch Ihren Betrieb mal ganz kurz vor. Ja, also wir sind ein konventionell wirtschaftender landwirtschaftlicher Betrieb in Ostthüringen, in der Nähe von Schleiz im Saale-Orla-Kreis. Wir bewirtschaften ca. 2046 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Wir haben einen relativ großen Tierbestand hier bei uns, das möchte ich gerne erwähnen. 1040 Kühe, das heißt natürlich auch viel Futterproduktion im Feld. Im pflanzlichen Bereich bauen wir klassisch konventionell Raps an, Getreide, wir machen Kartoffeln, wir machen Mais und natürlich auch Feldfutter und Wiesen, die zu bewirtschaften sind für die Tiere. Jawohl, also alles dabei, ein ganz breit aufgestellter Betrieb, sehr, sehr spannend. Heinrich, du bist hier Verkaufsberater in der Region. Wie stellt sich diese Region denn landwirtschaftlich dar? Wie kann man das charakterisieren? Also diese Region hier selber ist relativ heterogen gesteuert. Wir haben relativ hohe Grünlandanteile. Wir haben ein sehr großes Bandbreite in der Höhenlage. Also von daher, das geht hier schon auch in die höheren Lagen hinein. Hier selber sind wir irgendwo bei um die 430, 440 Meter Höhe unterwegs. Wir haben hier eine durchschnittliche Jahrestemperatur von etwa 8 Grad Celsius und eine durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge von etwas oberhalb von 600 mm, etwa 615 Bodenmillimeter. Darüber hinaus sind die Böden hier in der Bodenpunktzahl von 20 bis 50 in etwa zu Hause. Ein Schnitt in etwa von 35 Bodenpunkten, also von daher doch eher im etwas knapperen Bereich. Aber man sieht hier doch, es ist hier durchaus auch erfolgreich, Ackerbau durchzuführen. Jawohl, prima. Danke, Heinrich. Herr Berger, wir stehen jetzt vor der LG Raps-Demo. Können Sie uns dazu ein bisschen was sagen? Wann ist ausgesät worden und wie sind die Bestände in den Winter gekommen und wieder rausgekommen? Ja, der Schlag insgesamt ist 76 Hektar groß. Die Aussaat im letzten Jahr erfolgte am 19. und 20. August. War pfluglos nach Gerste. Die Vorwinterentwicklung war an und für sich für den Raps ziemlich gut. Wir können heute feststellen, dass der Raps gut über den Winter gekommen ist, gut im Herbst sich entwickelt hat, gut über den Winter gekommen ist. Die Bearbeitung wurde so nach meinen Vorstellungen alles hat ordentlich funktioniert. Düngung, Pflanzenschutz, alles soweit im Rahmen und auch okay für unsere, also für die Vorstellung, die wir haben zum Rapsanbau. Sehr schön. Momentan. Also Herr Berger ist zufrieden mit dem Bestand und so stellt er sich auch dar. Allerdings erinnern wir uns auch noch an schwierigere Aussaatjahre, zum Beispiel 2018 oder 2019, die gekennzeichnet waren von starker Trockenheit. Wir von LG wollen uns heute diesem Thema etwas mehr widmen und wollen Lösungen ansprechen, um dem Problem der Herausforderung Trockenheit doch etwas entgegenzusetzen. Es lohnt sich also, dabei zu bleiben. Bleibt mit dran.